unglaublich, was wir erlebt haben. Keiner hat es für möglich gehalten. Es war ein auch anstrengendes Jahr. Viele haben Existenzängste, jetzt immer noch. Viele haben ihr Bestes gegeben. Wir denken an viele, die im Pflegebereich, die im Einzelhandel tätig waren, die wirklich gekämpft haben und sich für andere eingesetzt haben. Wer hätte gedacht am Anfang 2020, dass wir so ein Jahr bekommen? Am 29. März wird Markus König zum Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg gewählt. Kein einfacher Amtsantritt mitten in der Pandemie. Wahlversprechen müssen erst einmal hinten angestellt werden. Das Coronavirus hält die Stadt in Atem. Trotzdem zieht der neue OB abseits von Corona eine positive Bilanz. Natürlich haben wir uns mit dem Thema Corona die ganze Zeit beschäftigt, aber andere Themen sind natürlich trotzdem da. Und wir haben uns um das Thema Mobilität gekümmert. Wir haben uns das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewidmet. Wir haben zum Beispiel auch die Waldstrategie auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel auch ganz klar festgelegt, für jedes neue Kind in Nürnberg gibt es einen Baum. Bei der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt geht Nürnberg im Oktober leer aus. Kultur soll trotzdem weiter gefördert werden, verspricht der OB. Doch dabei muss priorisiert werden. Wegen Corona ist die Stadtkasse leer. Das hat nicht nur auf die Kultur, sondern auf alle Sparten Auswirkungen. Ja, wir werden viele Projekte haben. Wir werden auch eine Prioritätenliste vornehmen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen auch dem Rat und den Rathaus-Kooperationspartnern, besonders bei den Bauprojekten, mal eine Prioritätenliste vorschlagen. Natürlich müssen wir Schwerpunkte setzen. Alles kann man nicht angehen. Aber wir können schauen, welche Punkte und was ist wichtig für Nürnberg. Die Finanzierung der neuen Technischen Universität in Nürnberg ist dagegen schon gesichert. Im Frühjahr soll der Forschungs- und Lehrbetrieb im neuen Stadtteil Lichtenreuth schrittweise aufgenommen werden. Zunächst digital. Auch das neue Zukunftsmuseum im Augustinerhof soll im März die Türen öffnen. Doch auch in diesem Jahr wird zunächst das Coronavirus die Nachrichten bestimmen. Ich glaube, jetzt geht es um das Thema Impfen. Und wir haben im letzten Jahr schon unser Impfzentrum auf den Weg gebracht. Wir haben ein stationäres Impfzentrum an der Messe. Über 1000 Menschen können sich tagtäglich dort impfen lassen. Wir haben aber noch mobile Einsatzkräfte. Wir haben 3 Impfbusse, die in den Stadtteilen unterwegs sind. Mir war wichtig, uns war wichtig, dass wirklich der Arzt auch zum Bürger kommt und vor Ort aufklärt und vor Ort auch den Impfvorgang auch anbietet. Und wir haben 8 Einsatzfahrzeuge, die in den Altenheimen, in den Behinderteneinrichtungen unterwegs sind und auch da das Impfen anbietet. Viele Nürnberger wünschen sich für 2021 wohl nur eins, ein Stück mehr Normalität, die in der Noris und in ganz Deutschland durch das Impfen zurückkehren soll.